Hi und herzlich willkommen zu Paunetech und zum Paunetech Adventskalender. In den nächsten 24 Tagen wartet jeden Tag ein Video auf dich mit entweder einem Tipp oder einem Workout oder Übungen zum Mitmachen. Heute ist der erste Advent und deshalb bekommst du mein erstes Advents-Mini-Workout. Alles, was du dafür benötigst, ist bequeme Sportkleidung und eine Fitnessmatte bzw. ein Handtuch oder eine Decke als Unterlage. Ich wünsche dir viel Spaß. Dieses Workout ist nur 4 Minuten lang und du kräftigst damit vor allem deine Oberschenkel und deine Po-Muskulatur. Wir beginnen in genau 10 Sekunden mit der ersten Übung. Wir haben immer 10 Sekunden zwischen den Übungen und 50 Sekunden Belastung. Erste Übung, Sprinter. Nimm den Fuß nach vorne, Fingerspitzen neben deinen Zehen, streck das andere Bein nach hinten und zieh jetzt das hintere Bein ran. Atme nicht vergessen und bleib mit dem Hintern weit unten. Achte darauf, dass dein gesamtes Gewicht vorne bleibt und dass du deinen Po nicht nach oben streckst, sondern möglichst tief bleibst. Wie du jetzt schon merken solltest, kräftigt diese Übung vor allem deine Oberschenkelvorderseite. 30 Sekunden noch. Gewicht bleibt vorne. Du kannst dich auch auf der ganzen Hand oder auf den Fäusten abstützen, wie es dir am bequemsten ist. 20 Sekunden. Bleib schön tief, zieh das hintere Bein ran und tapp es nach hinten. 15 Sekunden. Atme nicht vergessen, noch mal ein bisschen weiter nach unten. 8 Sekunden. Noch 5. 3. Sehr gut. Das Bein ein bisschen ausschütteln. Ruhig auch die Handgelenke ein bisschen lockern. Und wir wechseln die Seite. Anderes Bein nach vorne. Auch hier wieder 50 Sekunden. Bleib so tief, wie du irgendwie kannst und zieh nach vorne. Atme nicht vergessen. Schön weit nach unten mit dem Hintern. Kopf ist locker, schau auf deine Matte oder dein Handtuch runter. Atme. Ganz weit nach unten kommen mit dem Po. Stütz dich auf deinen Fingerspitzen ab. Eine halbe Minute noch. Dein Gewicht ist vorne auf deinem Fuß. Langsam sollte es schon anfangen zu brennen. Wir haben noch 20 Sekunden. Denk daran, dieses Workout ist nur 4 Minuten lang. Also alles geben. 15 Sekunden. Durchhalten. Noch 10. Komm noch mal ein bisschen weiter nach unten. Noch 5 Sekunden. 2. Sehr gut. Ausschütteln. Komm in den Vierfüßlerstand. Komm auf einen Ellbogen runter. Zieh die Fußspitze an, soweit du kannst. Und wir heben das Bein seitlich nach oben für deine Po-Muskeln. Ausatmen hoch, einatmen tief. Ausatmen hoch, einatmen tief. Ich schwitze schon, das liegt aber vor allem auch daran, dass ich noch in Brasilien bin und hier sind es 35 Grad. Wahrscheinlich ist es bei dir gerade zum Sport machen angenehmer. Ausatmen nach oben, einatmen tief. Lass deinen Kopf ganz locker und versuch das Bein nicht nach hinten zu heben, sondern wirklich seitlich, sodass du dein Knie sehen kannst. Ausatmen hoch, einatmen, absenken, ohne abzusetzen. Wir haben noch 10 Sekunden. Feste, zieh nach oben. Dein erstes Adventsworkout. Ab jetzt 24 Tage, jeden Tag ein Video. Und ausschütteln, 10 Sekunden, wechsel die Seite. Letzter Intervall, letzten 50 Sekunden. Und Achtung, los geht's auf dieser Seite, hoch und tief. Wie gesagt, 24 Videos und mindestens 4 Mini-Workouts zum Mitmachen an jedem Advent. Heute erster Advent vor allem für deine Bein- und Po-Muskulatur. Atmen, feste, zieh nach oben. Noch eine halbe Minute, 30 Sekunden und dann hast du es schon geschafft. Ausatmen hoch, einatmen tief. Ausatmen hoch, einatmen tief, 20 Sekunden. Feste, zieh nach oben. Und das sind die allerletzten 10 Sekunden. Versuch nochmal ganz viel Kraft aufzubringen und das Bein seitlich nach oben zu heben. Die letzten 5 Sekunden. Gleich geschafft. Sehr gut. Es piepst und das bedeutet, du hast es geschafft.
In den letzten 4 Minuten hast du vor allem deine Oberschenkel und deine Po-Muskulatur trainiert. Ich hoffe, du freust dich schon auf die nächsten 23 Adventskalender-Videos mit mir und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.